So, und damit willkommen zurück zu Hell Yeah. Machen wir uns auf die Jagd für die nächsten Monster. Das Groink. Sieh einer an. Hochwohlgeboren stattet unserer Fabrik einen Besuch ab. Was soll dieser Krach unbedeutendes Ding? Ich bin auch nackt. Es ist toll, die leichte Brise auf der Haut zu fühlen, was? Trotzdem spare ich für Klamotten. Da drüben gibt es einen tollen Laden. Ich bin nicht nackt. Im Ernst? Hör damit auf. Oh, ich sehe den tollen Laden. Aber vorher? Wo ist mein... Und zerdrücken wir ihn mal wieder. Den hatten wir schon mal. Batsch. Weil da könnte ja jeder kommen. Aber nicht mit mir. Groink, Regina Krump. War früher Vorarbeiter in einer Fabrik, in der kleine Kinder in 20-Stunden-Schichten Spielzeug herstellten. Sie hat ihre Gehälter gespart, bis sie mit 16 gehen durften oder unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen. Ja, so sollte jedes erfolgreiche Unternehmen arbeiten. Viele erfolgreiche Unternehmen arbeiten auch so. Herzlichen Glückwunsch. So, Grenades nachladen. Grenades nachladen, nachtanken. Kein Problem, das sind dann 1000 Dollar Waffenupgrade. Soll deine Waffe stärker, besser und schneller werden? Schneller können wir sie machen. Missile Upgrade. Nimm das mal lieber in der Hölle, es ist gefährlich. So, kann ich irgendwelche neuen Waffen? Missiles, Shotgun ist gesperrt. Mega Grenades nachladen. Was habe ich alles für Waffen eigentlich inzwischen? Egal, nehmen wir einmal den da. Vielen Dank für dein Geld. Viel Spaß. So. Und jetzt? So, soll eine Waffe stärker werden? Ja, stärkere Waffen sind immer gut. So, dann schießt sie schneller. So. Huh. Was ist das denn? Ah ja, okay, das sind 5 Einweggranaten. Geld ausgeben mit E. Nein, ich möchte jetzt kein Geld ausgeben, bitte. Okay, hey, das habe ich super hingekriegt. Und, hui, Bums. So, aber einer fehlt mir noch für meine Monstersammlung, dass ich hier weiterkomme. Und ich habe das Gefühl, dafür muss ich irgendwo eine ganze Ecke zurückreisen. Oder auch nicht. Oh. Okay. Okay, du bist hier ausweichen, okay. Ah ja. Und der Monster Truck hat's geschafft. Der wird bestimmt überfahren. Yeah. Special Delivery. Und das war's. Damit haben wir die nächste Tür geöffnet. Behaupte ich mal. Ich brauche trotzdem immer noch Heilung. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Okay, erstmal hier. Chad Stalin, El Terminatore. Loco töten. Okay. Ja, so. So, schauen wir mal. Haben wir hier irgendwo, da komme ich jetzt so nicht hin. Okay, gehen wir einfach weiter. Okay, das haben wir gut hingekriegt. Hier einmal wieder warten. Sehr schön.
Kompliziert, kompliziert. Bums. So. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Total wenig hilfreicher Tipp. Oh oh. Willkommen in der nächsten Hölle. Ah, hier gibt's was zum Heilen. Oh, mein Herz. So. Aber. Warum kann ich jetzt bitteschön nicht auf die Insel reisen? Ich möchte gerne zur Insel. Okay, ich kann gerade nicht zur Insel, wie es aussieht. Warum auch immer. Huch, ich habe ein Schild zersägt. Okay, 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 das schaffen wir, das schaffen wir. Öppala. Sehr gut. Ah, da ist er wieder. Sir. Sir? Sir? Ja. Ihr müsst die Säge hier lassen. Am besten ohne einen Aufstand zu machen. Keine Waffen in diesem Bereich. Das habt ihr selbst so bestimmt. Was? Komm nicht in die Tüte. Leider muss ich darauf bestehen. Ich werde sie inzwischen verbessern. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Nein, meine Säge. Achso, und hier bekomme ich sie dann wieder. Achso. Und dann nehmen wir noch einen mit. So. Dann geben wir mal die Säge ab. Schade eigentlich. Achso, komplett null Waffen oder was? Das ist ja... Okay, also hier haben wir einen typischen Jump'n'Run-Part. Du schon wieder? Wie machst du das? Weh, du verbindest mir noch mehr. Würde ich nicht wagen. Ich zeige euch, wie man an den Wänden springt. Lass mich raten, ein Doppelsprung nahe an der Wand und zack, ich hüpfe wie ein Flummi. Ein Doppelsprung? Ja, Sir. Nach einer Wand. Aber ihr müsst die Taste gedrückt halten. Es ist unerlässlich, die Sprungtaste gedrückt zu halten. Alles klar, ich bin schließlich nicht blöd. Okay. Wandsprung. Ah, ich habe verstanden. Bam, 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 bam. Tak, 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 tak. So, den will ich auch noch einsammeln. La, la, la. Okay, das ist cool. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ey, 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 ey. Ich fühle mich hier irgendwie nicht sicher. Huch. Geister. Hm, gar nicht gut. Shiba. Ein Döner, das wär's jetzt. Wie bitte? Wachen, der Eindringling ist hier. Schnitter zur Rettung. Los geht's. Du schmeckst sicher besser, als du aussiehst. Das finden wir gleich heraus. Was? Wie kannst du es wagen? Meine königlichen Flammenwerfer beschützen mich vor solchen Rüpeln wie dir. Oh, die sind mir ja gar nicht aufgefallen. Diese dilettantischen Monster sagen einem auch noch, wie man sie besiegt. Heißen Dank. Da ist der Schnitter. Einmal Döner mit Schaf. Autsch. Okay. Okay. Mensch. Ich und meine epischen Sprungskills. Mit dem Controller wäre das hier bestimmt sehr viel schöner, aber irgendwie. Ja, danke schön. Röste das Schaf. Wenn es wenigstens mehr Schaden machen würde. Okay.
Aber ich gar keine Waffen benutzen darf, ist das halt alles ziemlich für den Allerwertesten. Das ist nicht die richtige Möglichkeit so. Und Schaden macht das auch nicht viel. Und habe ich hier noch irgendwie eine Möglichkeit? Zack, einmal hier hoch. Huch! Ich habe das Gefühl, das ist nicht gut gewesen. Okay, also Lichter muss ich auch meiden. Das ist auch wieder so ein typisches Ich bin Arsch-Schwerspiel. Ja, danke schön. Das ist hier zum Springen. Ich hasse es, auf Tastaturen sowas zu spielen. Dankeschön. Muss ich das jetzt ernsthaft machen, bis das schafft? Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich könnte hier gerade kotzen. Tut mir leid. Ist aber so. Okay, eins. Zwei. Das reicht. Puh. Roasted. Geht doch. So. Tamara Winkelmoss. In gewisser Weise ist Prinzessin Sheba, wie wir alle, ein Opfer der Umstände. Doch sie war eine dumme, nutzlose, parasitenbefallene Plage der Gesellschaft. Und wir sind froh, dass du sie um die Ecke gebracht hast. Moin! Moin! Nicht ins Licht. Immer merken, ganz wichtig, egal was ihr macht, geh nicht ins Licht. Wichtigste Grundregel für jeden. Wie weit geht es hier noch hoch? Oh, ich glaube bis hier. Angst. So, das haben wir da. Ich habe irgendwie Angst, das Zeug einzusammeln. Okay, jetzt irgendwas gespeichert. Ich habe Angst. Und was haben wir da? Ein Krabbi. Da hängen ein paar Jungs rum. Okay, hier gibt's einmal kurz eine Refreshing-Dusche. Das ist sehr gut. So. Okay, Space X X. Ah ja. Ocarina time. Space X X. Was?
Was? Habe ich da irgendwie ein ein Target innerhalb, dem ich das machen muss? Hier, komm mal her. Space, X, X, Space. Ach, Space, nicht Shift. Space, X, Space, X. Ja, ich alter Kacknoob. Space, X, X, Space, X, Tab. So, you are correct. Dankeschön. Ich alter Kacknoob tippt natürlich wieder auf die falschen Knöpfchen. Aber egal. Jo, der zählt hoffentlich. Jawohl, der zählt. Sehr gut, sehr gut.